Ferien gebaut. Oh, toll. Nein. Komm ich mit zur Katze? Nein. Nein. Komm ich mit zur Katze? Nein. Nein. Ich sprich mit der Katze, Schatz. Schatz, doch, mach. Komm, mach. Sorry. Es kommt Lilly. Du kannst ihn rollen. Ich habe mit ihr gesprochen. Ja, der Papa macht wieder mal total Krach. Schatzi? Ja? Diese Dinge, gehen die auch etwas leiser? Ja, aber ich dachte, wenn die Katze so laut sein darf, darf ich auch so laut sein. Okay, wow, ja. Wo ist denn der Eiswürfel? Ich muss den sauber machen, er ist runtergeflogen. Wohin? In die Spüle. Okay, war da was? Nichts. Sonst nimm doch einfach einen neuen. Ist ja nicht so, dass wir keine Eiswürfel haben. Ich habe ihn sauber gemacht. Und abgetrocknet. Ich würde sagen, es hat, hat sich's gelohnt. Jetzt voraus ein Konzept gemacht. Ich will nur den Weg zum Parkett zumachen. Oh, das Fötchen ist nass geworden, muss man es hochhalten. Und nun? Lilly? Lilly, wir machen Curling, guck. Das sagt dir die Frau. Schatz, immerhin schreit sie nicht. Mhm. Dankeschön. Gut, wir haben jetzt einen nassen Boden. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja, bis einer drüber läuft und ausrutscht. Also ich würde sagen, wir machen es trocken. Da wir heute nicht vorhaben, noch Gäste einzuladen, über die wir dann lachen können, lassen wir es, glaube ich, nicht so. Nein, das Erste, woran ich gedacht habe, ist Lilly oder Aramis, wenn sie wieder einen Rappel kriegen und hier durchhechten und hier die Kurve dann nicht nehmen und hier im Küchenschrank. Schatz, wir waren vorgestern schon beim Tierarzt, wir wollen das nicht wiederholen. Ja, sowas ist nur ein Zeichentrickfilm lustig. In der Realität tut sich dabei irgendjemand weh und das möchten wir nicht. Okay, nein. Lilly, magst du mal rauslegen? Hm? Soll ich die aufmachen? Ha? Weißt du, was passieren wird? Sobald ich auf dem Sofa sitze, will sie raus. Safe. Ja, aber wenn ich eh gerade hier unten bin und den Boden wisch, dann kann ich auch noch hier gerade sauber machen. Gell, Lilly? Ihr kleines Schweinchen. Sind die kleinen Schweinchen? Ja? Ist es so? Guck mal. Sie hätte schon so schön entspannt draußen geschlafen. Ja, ich weiß die Betonung, die ich auch auf hatte. Sollen wir es nochmal probieren, Lilly? Mädchen? Wir haben zwei Möglichkeiten, Lilly. Naja, du schreist da weiter. Kann ich dir noch die andere sagen? Nicht. Hm. Sie möchte offenbar die andere Möglichkeit nicht hören. Oh. Guck mal, Lilly, da ist eine Feder. Na, da vorne, auf der anderen Seite. Lilly, da.
Schatz, ich glaube, es ist ihr egal. Also Plan B wäre, ich nehme sie wieder auf den Arm und kraule sie so lange, bis sie schläfrig wird und lege sie dann wieder raus zum Schlafen. Lilly, soll man so machen? Hat auch nicht funktioniert. Lilly, kannst du noch lauter schreien? Das ist wieder einer dieser Momente, wo ich wirklich sehr, sehr froh bin, dass unser Vermieter nicht so gut hört. Gell, Lilly? Sonst hätten wir wahrscheinlich schon lange eine Kündigung, so wie du hier teilweise abends rumschreist. Junge Dame? Okay, es ist jetzt hier Wutputzen. Okay, Entschuldigung. Okay, also wir gehen jetzt aufs Sofa. Wer kommt mit? Na komm. Doch, komm. Lilly, wenn wir auf dem Sofa sind, dann können wir dich sowieso gar nicht mehr hören. Schatz, laufe ich gleich in irgendwas rein, wenn ich so weiter rückwärts laufe? Nein. Sie sagt, du lügst mich an. Nein. Okay, ich glaube, sie ist jetzt im Bad und schreit demnächst das Fenster an. Sofa? Mhm. Schnell das Licht aus, Sofa und. Das hat sie gehört. Tschüss, Lilly. Na, aufs Sofa. Wir warten doch, komm. Ich sehe ihren diabolischen Blick, wenn ich die Augen im Spiegel sehe. Echt? Aber sie putzt sich gerade. Leuchten rot. Alexa, stopp. Komm. Was war das für eine Erinnerung? Antibiotikum für den Aramis. Okay, Schatz, zwei Möglichkeiten. Entscheide du. Wir lassen sie jetzt einfach 5 Minuten weiter schreien. Und wenn du von hier guckst, leuchten ihre Augen. Okay, und hoffen, dass sie halt wie immer das dann aufhört. Teuflische. Wir dürfen sie jetzt echt nicht bestärken. Also du meinst das, was wir gerade tun, ja, weil wir ihr volle Aufmerksamkeit geben. Ja. Wobei, sind wir mal echt ehrlich, auch wenn wir jetzt gehen würden, sie würde genauso weiter schreien, noch 5 Minuten lang, bis sie sich dann zu uns legen würde. Lilly, komm mal mit, ich habe eine Idee. Komm mal schnell. Komm, ich zeig dir was. Komm mal schnell mit. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Schnell. Alexa, Sofa an. Lilly, komm. Lilly, komm mit. Schnell, komm mit. Ich zeig dir was. Schnell. Schnell, komm mit. Komm mal her. Lilly, schau mal. Guck mal. Komm mal her. Guck mal, was wir machen. Guck mal, wir nehmen hier dein Körbchen. Schau mal. Lilly. Und stell es hier aufs Sofa hoch. Oh, scheiße, jetzt bin ich gegen das Sofa gelaufen. Lilly, schnell, guck. Guck mal. Schau mal. Wow. Oh. Gut, ich habe jetzt zwar keinen Platz mehr auf dem Sofa, aber hey, wenn es hilft. Schatzi, nicht so einen Krach machen. Lilly. Lilly. Guck mal. Komm. Komm her. Komm her. Lilly. Hey, fein. Guck, ich setze mich auch hin. Schau. Kleiner Muck. Okay, also ich finde, wir sind auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Und schaut mal, wie es jetzt aussieht. Also es hat jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Minuten gedauert. Ich habe sie reingesetzt, habe sie ganz, ganz doll gekuschelt und irgendwann hat sie sich dann reingeplumpst und jetzt wirkt sie ganz zufrieden. Aramis schläft auch. Der ist, ich weiß nicht, kann man das sehen? Ah, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Links von der Pflanze auf seiner Hängematte. Und ja, wir können jetzt, glaube ich, endlich nach, Schatz, wie lange? Halbe Stunde? Den Film weiterschauen. Aber ich glaube, der Film ist eh nicht sehr gut.